Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Hallo, mein lieber Löwe, du beginnst den Monat mit einem harmonischen Aspekt zwischen Venus und Uranus. Zwischen 1. und 3. des Monats kann die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen interagierst, sich verändern. In der zwischenmenschlichen Beziehungen und bei Gruppenaktivitäten können Unterbrechungen und unerwartete Wendungen eintreten. Es kann geschehen, dass man sich bei einer Angelegenheit beraten lässt. Am 4. des Monats tritt Mars in Zwillinge ein. Bis 23. April dürfte man in der Liebe sowie in Sachen Finanzen einen wichtigen Meilenstein erreicht haben. Viele Löwen werden sich für ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit in allen Lebensbereichen stark einsetzen. Man ist dabei, alternative Wege zu suchen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Am 5. tritt Merkur in einer Konjunktion zu Jupiter ein. Papier kann in Verbindung mit einer Scheidung, Rechtsangelegenheit oder einem behördlichen Termin kann eine Priorität sein. Du wirst eine Nachricht erhalten, die dich sehr aufregen wird. Zwischen 6. und 11. des Monats, mein lieber Löwe, bilden Sonne und Neptun eine Konjunktion. Starke Emotionen und Gefühle können hochkommen, da du dich mit einer Person emotional in die Tiefe gehst und dich mit ihr intensiv auseinandersetzen wirst. In der Liebe sollte man seine Grenzen erkennen und sich nicht in einer Scheinwelt verlieren, denn ansonsten wird man bald Enttäuschung ernten. Zwischen 12. und 13. März haben wir einen süßen Neumond in Fische. Bis 4. April wirst du mit einer Angelegenheit beschäftigt sein, die viel Intuition und Mitgefühl erfordert. Im Bereich der Finanzen wird man entweder Geld erhalten oder jemandem eine kleine Freude machen. Zwischen 14. und 16. März bilden Sonne und Pluto einen harmonischen Aspekt. Deine Gesundheit oder die von anderen Menschen kann gefährdet sein. Du oder jemand anders sollte unbedingt seine Gewohnheiten ändern, um das gesundheitliche Wohlergehen zu fördern. Am 15. haben wir Merkur in Fische eingetreten. Bis 4. April dürftest du dich zunehmend mit Tabu- oder Schattenthemen beschäftigen. Es kann auch geschehen, dass du dich intensiv, tiefgründig und mit vielen Emotionen dich mit einem Menschen oder einer Sache auseinandersetzen wirst. Zwischen 17. und 19. haben wir Venus Sextil Pluto. In Sachen Liebe, Einkommen und Versicherung sollte man sich nicht täuschen lassen, insbesondere wenn es darum geht, langfristige Vereinbarungen einzugehen. Diese Konstellation dürfte sich positiv auf das Liebesleben der meisten Löwen auswirken. Zwischen 20. und 21. haben wir Sonne Konjunktion Venus und beide Planeten, denn die Sonne ist auch ein Planet, sind in Widder. Bis Mitte April wirst du mehr unterwegs sein als sonst. Wahrscheinlich wirst du mehrere Dinge gleichzeitig erledigen wollen. Kreative und künstlerische Menschen werden bei ihren Projekten gut vorankommen. Viele Löwen werden zum Friseur gehen oder sich neue Dinge gönnen, die sie erfreuen. Und danach haben wir einen unharmonischen Aspekt. Merkur und Mars sind in einer Quadratur. Das heißt, zwischen 22. und 24. können Streitigkeiten um Besitz oder Geld
eintreten. An diesen Tagen sollte man womöglich kein Sport betreiben oder Auto fahren. Das würde ich euch empfehlen. Zwischen 25. und 27. haben wir Sonne Konjunktion Venus. In den Bereichen der Freunde und Liebe, auch in dem Bereich der Familie, wird man schöne Momente erleben können. Am 28. haben wir einen schönen Vollmond in Waage. Eine behördliche Angelegenheit könnte bald beendet werden. Wenn du in einer Partnerschaft lebst, dann wird ihr beide eine neue Lebensphase zusammen starten können. Und zwischen 29. und 31. März haben wir Sonne Sextil Saturn. Gegebenenfalls stehen Bildungsangelegenheiten unter guten Sternen. Formalitäten schriftlicher Natur werden erfolgreich geregelt und Hindernisse wird man erfolgreich überwinden können. Mein lieber Löwe, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Wenn du eine genaue Vorausschau für die kommenden Monate und Jahre brauchst, bin ich immer für dich da, um dich dabei zu unterstützen. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute, vielen Dank und bis zum nächsten Video.